Ja, hallo zusammen. Wir sind heute hier im Mini-Wargames Wuppertal und ich habe den Christian dabei. Hi. Und er war zu gütig und hat uns hier ein paar Booster zur Verfügung gestellt und wir machen ein Booster-Battle. Immer ein Booster gegen einen Booster. Wir machen auch nur ein Spiel, dann das zweite Spiel, die Booster gegeneinander und dann lassen wir die Gewinner-Decks nochmal gegeneinander antreten. Für die Leute, die das Booster-Battle nicht kennen, man macht einen Booster auf, tut Token und Land raus und mischt dann, ohne sich die Karten vorher anzusehen, 15 Standardländer rein. Die haben wir hier schon vorbereitet, 3 von jedem Typ und dann wird dann einfach gespielt. Eigentlich lustige Aktion und ich fange mit meiner Else an. Ja, mich immer. Pulverhaus? Ja. Else gegen Pulverhaus? Ganz klar. Okay, gucken wir mal. Ja, ich darf hier nicht gucken. Obersten 2 Karten weg, das ist Land und Token. Okay. Ich bin gespannt. Übrigens, sehr lustiges Format. Also, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr das mal tun. Ist ja auch mal so für zwischendurch ganz cool. Es gibt auch die Variante, dass sich jeder einen Booster kauft und man spielt dann quasi um die Rare des gegnerischen Boosters. Also, der Gewinner kriegt dann die Rares oder Mystics des Boosters. Kann man auch machen, wenn man Bock drauf hat. Oder man spielt das einfach so freundschaftlich aus wie jetzt. Oder in diesem Fall, weil alle Booster von Christian gesponsert sind, kriegt er die am Ende vielleicht wieder, die Karten, die ich hier habe. Was, vielleicht? So. Okay, ja, wir starten noch 20 Leben, wie immer. Also ganz normales Spiel, Mulligan gibt es 7 Ziehen. Ganz normales Spiel, jetzt nur mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Deck. Würfeln wir. Nehme ich mal meinen Lebenspunkt. Ja. 10, das ist meins. Das ist meins. Ah, ja. Ganz klar. Sauer Sache. So. Gucken wir mal. Oh. Interessant und auch irgendwie schlecht. Aber ich halte die Hand, weil ich habe Länder und Spells. Ja, ich halte auch. Geht eigentlich immer. Dein Zug. Ein wunderschöner M14. So, dann kommt direkt mal der First Drop. Einfach mal eine 1-2 Vanilla. Na, schon verloren. Ganz klar, ne? Also, was habe ich nicht? Dein Zug. Die Sache ist, man kann auch sehr schlecht Mulligan, finde ich, bei Booster Battle, weil man nicht weiß, was im Deck ist. Ja, und dann kriegst du einmal eins ins Gesicht. Ja, okay, 19. Ja, und dann bist du. Wow. Bäm, Junge. Oh. Mir Taurus. Wenn er ins Spiel kommt, plus 2 plus 0. Ja, geht für 4. Ja, kommt er für 4. Gut, dein Zug. Boah, fieser Klopper. Hab ich übrigens nachgezogen. Ja, ganz klar, ne? Minotaur, Skullcracker. So, guck mal, 3, einfach mal eine kleine Harpie. Ja. Mal eins fliegen. Oh, verliert jeder Leben. Oh, genau. Guter Mann, guter Mann. Ja, und dann kriegst du noch mal eins ins Gesicht. Ja. Und dann bist du. Okay. Oh, interessant. Angriff. 2-2. Nehm ich. Ja. Nimmst du es dann. Dein Zug. Ist auf 13. Mhm. Ja, hab ich ja das Live-Lead hier. Geht. Gute Karte, ich habe eine gute Ankommen. So, dann machen wir nochmal für 2. Dann haben wir einen kleinen Hoplift. 2-2, was bei Heroic kriegt, dann +1/+1 machen und Scry 1. Genau. Perfekt. Ja, damit ihr auch wisst, was wir hier spielen. Genau. Und dann komme ich einfach mal mit 3 vorbei. Ja, ist fair. Und dann bist du schon dran. Gar nicht mal so gut. Hit. Nehme ich. Ja. Ah, ich wollte eigentlich hier ein bisschen Wayne Loot ziehen aus meiner Furrika's Mender. Geilste Draftkarte. 4-3. Jetzt hätte ich eine Kreatur oder ein Enchantment aus dem Brief wieder vorhanden können. Kannst du dich mal jumpen? Nein. Mann, ey. Dein Zug. Oder totblocken. Ah, ich brauche irgendwas auf dem Board, sonst sterbe ich. Das ist ziemlich dreckig. Den ultimativen Fingerkraft. Weißt du was? Lass mal einfach für 5. Schick einfach meine Apostel ins Rennen. Was? Oh, dann krieg ich das mal Leben höher, dann ja, die Goschen, du verlierst dich. Das ist ja voll scheiße. Ja, und dann kommt mal meine kleine Harpie vorbeigeflogen. Ja. Nochmal für 2. Bin ich auf 9. Und dann bist du. Boah, voll die Wand, Alter, auf dem Boden, das Ding. Oh, scheiße. Hit.
Ich töte mich selber, ganz egal. Dann machen wir mal einen Doppelblock und einen Einzelblock. Ja. Das hätte ich anders machen können. Ja, beide tot. Hier tauschen wir. Da geht deine. Bla, da geht meiner, ja. Das war gar nicht so smart, ey. Dein Zug. Oh, ein kleines Gebürgchen. Na, das mit dem Minotaurus war crappig gespielt. Brauchen wir einfach mal für zwei einfach nochmal einen kleinen Battle Priest. Ja. Wenn er dieses Zauberspruchs wird in einer Fähigkeit, dann kriege ich einfach mal zwei Leben. Ja. Ja, dann kommt die Karte hier nochmal vorbeigeflogen, ne? Ja. Ja, ich will meine Else ziehen, ey. Und go. Was ist da los? Hast du deine Rare schon gesehen? Nein. Ich auch nicht. Was ist das Scheiße hier? Go. Voll die gute Hand, aber es ist einfach tot. Nee, nee. Wo ist die denn? Ja, dann mach einfach mal ein bisschen Aggression, geh mit allen vorbei. Glaub. Dann kriegst du noch vier. Ja. Dann geh ich auf drei. Wie risikoreich bin ich heute? Schon oder eher nicht? Also. Hab ich gerade Land gelegt? Ich habe einen Sumpf gelegt, ne? Mhm. Das mache ich noch nicht. Hit für zwei? Mhm. Ach komm. Pre-declared. Defender. Dann doch nochmal die beiden. Ach, Arschlecken. Na, blocken wir einfach mal. Mach mal, Jade. Mit wie viel? Ja, zwei. Ja, Wayne. Zwei. Ja, Wayne. Der Tod, oder? Jetzt sind wir noch Wayne. Plus Minus. Nee. Nur damit ihr es wisst. Ich bin eh tot. Die Karte lässt mich zwei Kreaturen enttappen, die bekommen nur plus drei. Und die blocken Kreaturen von denen enttappen nicht in diesem Fall. Maximum Ende. Fail. Also, ich würde mal sagen, nächster Angriff. Bisschen früh. Oh! Ah! Oh! Nächster Zug wäre meine Rare gekommen. Aber das ging schnell. Komm, wir machen Best auf drei dann. Best auf, ja, okay, Best auf drei. Das war ein Mega-Fail. Ich hatte doch auf der Hand. Ich hatte mega geil den 4-3er-Zentauren für Doppelrot. Hatte ich aber nicht. Und dann hatte ich die für 3, 2, 2 fliegen Bistone, ne, in Blau. Mhm. Hat aber kein Blau und hätte die sogar Bistonen können. Boah. Boah, das, also vom Mana her halt locker, aber ja, war halt zu gierig gespielt. Und meinen Comment-Trick verrate ich dir jetzt nicht, weil ich dir den jetzt eben nicht gezeigt habe, wo ich so vorteilhaft angegriffen habe, weißt du? Den sehen wir dann gleich im zweiten Spiel wahrscheinlich. Ja! Höhlen einfach nicht mischen, ne? Das geht einfach nicht. Und ich darf die Karten nicht so zerstören. Ich habe gerade die Rare gesehen. So schlimm? Das geht. Also wenn ich die Karten nicht zerstören will, ja, ich fange wieder an, weil ich verkackt habe, so richtig hart. Ganz klar. Ganz klar. Aber ich hole das jetzt wieder auf. Weißt du, wer anfängt, verliert. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Schon wieder so eine Hand. Wow. Mulligan. Ja, komm, mach ich mit. Zu hart. Sechs Länder auf der Hand ist zu hart. Ich hatte drei, aber die falschen Farben. Gar kein Land. Verdammt. Fünf. Ich mach keinen Mulligan auf vier. Ja, urschlechte Hand. Ja, und weil ich kann, ne? Das ist gleich wie gerade. Go. Go. Warte mal, wie viele Karten sind in einem Booster? 14? 14. Wir haben 15 Länder reingetan. 29 Karten. Und warum ziehe ich dann keine? Keine Ahnung. Kommst du mit 1 vorbei? Wieso funktioniert das Spiel nicht so, wie ich es kenne? Ich weiß es nicht. Go.
Ja, du. Go. Wie viel hast du jetzt auf der Anwendung verpackt? Jetzt 7. Ich habe extra mal auf 5 gemacht, damit ich mehr erhalten kann, weißt du? Dann guck mal, bitte. Ja. Noch mal für 3. Nein. Doch. Ja. Und du. Ochs! Bam! Wenn das mal 3 Runden früher gekommen wäre, ey. Tja, ne? Filmst du? Ja. Oder vertonst du neu? Nein, wir machen O-Ton. Er macht O-Ton! Chef ist da. Darf ich ja gar nicht labern. Nee. Das ist ja doof. Nee. Du musst mir auch gleich mal eben das Passwort für das... für alle Sachen sagen, ja. Datei sagen. Ich hoffe, ich weiß das noch. Das hoffe ich auch. Machen wir gleich. Booster-Battle? Booster-Battle. Da hast du noch der Anzahl mehr. Ja, nicht so geile Karten. Also es geht, also mit den Farben ist es, geht's so. Die ist okay. Die ist echt super geil. Was hast du auf der Hand? Das ist auch okay. Das ist jetzt nicht schlechter. Ja, die Länder, das ist der Vorteil, ne? Greif an, oder? Ja, komm, machen wir mal aggressiven Angriff. Block. Ja, okay, komm. Ich hab 1. Also, auf Dieselwürfel auf 1. Oh no, it's... Go. Nein, nicht go. Nicht go? Go. Ich meine, ich hab mal eine Reaktion drauf. Ja. Ich spiel einfach mal so einen kleinen. Ja, ist fair. Wir gönnen uns ja heute den Luxus des O-Tons. Weißt du was? Ja. Ich habe was Besseres als den Ochsen. Ja. Ja, hätte ich mir mal einen, hätte ich auch einen. Ja, ne, da machen wir mal wieder einen aggressiven, ne? Crap, ey. Block. Krieg ich 3. Ja. Go. Top Eklat, Junge. Junge. Das ist echt ein sehr, 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 sehr suboptimal, was ich hier habe. Go. Boah. Ich habe so coole Karten. Ich habe echt ein gutes Deck. Also für Booster Battle Qualität, sag ich jetzt mal, ist das echt gut. Ja. Ja, dann screwt das Deck einfach tot. Das ist einfach zu kratzen. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal einen aggressiven. Nochmal aggressiven? Nochmal aggressiv, ja. Lock. Was für Priorität geben? Möchte ich was machen? Möchte ich was machen? Nein, ich möchte nichts machen erstmal. Titan Strange? Möchte drauf reagieren. Ja. Ach komm, nicht schon wieder Titan Tactics. Ja! Machen wir einmal auf ihn und dann machen wir einmal auf ihn den Trigger. Ja. Du kriegst da noch eine schöne Marke. Du kriegst einen Scry und danach krieg ich einen Scry. Ja, komm. Kriege ich 4. Korrekt. Geh auf 4. Und go. Enchant Land. Ey. Ey. Komm. Ist doch gruselig. Das Booster hat ja echt Potenzial. Ich kann das nur noch. Machen wir mal aggressiven. Ja, mein Freund, wenn du nichts. Kann ich das überleben? Wenn du irgendwie was wegschießen kannst, ja. Ich krieg auf jeden Fall 4, ne? Ja, egal wie du blockst. 1 plus 3, 3, 3. Dann geil was. Keine Blocks? Keine Blocks? Ja. Okay. Dann war's halt, ja. Ja. Das spiel ich denn spontan. Spontan? Ja, warte. Wie auf dich. Ja. Warte mal. Kommt er mit Monstrosität. Was ist das Monstrosität? Denn? Das ist die beste schwarze Ankommen. Ah, guck mal. Super geil, Warriors Lesson. Ja. Die Insel hätte ich gerne gehabt. Die Länder müssen wir eh raussortieren fürs nächste Spiel. Eben. Was hab ich denn noch? Ich präsentiere jetzt mal. Der Apostel haben wir schon mal gehabt. Die Länder kennen wir ja. Ah, hier. Master of Waves. What? Magma Jet. Ach, guck mal, wie rot mein Booster war. Das ist eigentlich nicht cool. Ja, okay, gut. Das war jetzt das erste Spiel. Ging jetzt 2-0 an Christian. Und wir machen jetzt hier einen Schnitt. Und dann kommt das nächste Video dann im Anschluss.